Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Game Cutie, heute mal wieder vom Lars. Ja, im Hintergrund ein richtig schönes altes MW3 Gameplay. Das ist auch schon mehrere Jahre alt, ich habe es auf meiner Festplatte gerade erst gefunden. Es ist kein ja, mega Gebäsche, wie auch immer, also nicht mehr wie heutzutage die ganzen 100 plus Videos nur noch rausgefeuert werden, sondern es ist ein wirklich sehr schönes taktisch erspieltes Gameplay. Ich bilde mir ein, es müsste so ein 37 zu 4 sein oder so, was in einem Team Deathmatch eigentlich vollkommen okay ist, aber ja, heutzutage gehört das dann doch eher zu den schlechteren Videos, muss man auf jeden Fall schon mal zugeben. Was ich persönlich sehr schade finde, denn diese langsamen Gameplays finde ich insbesondere für solche Commentaries doch deutlich schöner zum Angucken. Wie kommt es überhaupt, dass ich ein Gameplay-Commentary mache? Denn ich habe ja normalerweise nur FIFA abgeloadet. Das liegt einfach daran, dass, wie der Chris ja in dem letzten Video schon mal gesagt hatte, der gute alte Commander Krieger mein MW2-Gameplay für sein Video genutzt hat. Und nachdem ich dieses alte schöne Commentary gesehen hatte, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, auch mal wieder so ein schönes altes Oldschool-Commentary aufzunehmen. Deswegen habe ich auch relativ zufällig heute sogar einen Artikel gefunden, über den ich ein bisschen reden möchte. Und dann bot sich das an, ich habe einen guten Artikel gefunden, hatte Lust, einen Commentary zu machen und dementsprechend habe ich mich jetzt hier hingesetzt und wollte mit euch ein bisschen über dieses Thema quatschen und hoffe auch, dass ihr jetzt da ein bisschen informiert seid oder euch vielleicht auch informiert und wir dann in den Kommentaren auch ein bisschen interagieren können. Das Thema, was ich ansprechen wollte, sind die sogenannten RFIDs. Komplett ausgesprochen sind das die Radio Frequency Identification Chips. Diese Chips gibt es relativ lange. Ich gehe mal davon aus, dass auch der ein oder andere schon mal was davon gehört hat. Und zwar sind das kleine Chips, die man sich für ungefähr 140 Euro beim Arzt oder auch im Tattoo-Studio sogar implantieren lassen kann. Früher wurde das erstmal nur in den Arm gemacht, aber inzwischen ist man so weit, dass man das in die Hand implantiert. Im Normalfall zwischen Daumen und Zeigefinger. Und dieser Chip ist dann relativ klein, ist eben auch aus so einem Glasstoff irgendwie, der jetzt auch wohl nicht die Muskulatur oder irgendwas beeinflussen sollte. Und der liegt ganz, ganz knapp unter der Haut. Wofür ist dieser Chip überhaupt gedacht? Gedacht ist er erstmal nur dafür, dass man damit sich ausweisen kann. Das ist praktisch so eine Art Personalausweis. Dementsprechend können ja in manchen Geschäften zum Beispiel die Leute die Hand irgendwo drunter halten unter einen Scanner und werden somit praktisch dann auf einem Bildschirm angezeigt, so wie eine Art Personalausweis. Das Ganze gab es sogar schon 2008 in gewissen Clubs. Da musste man, um in diese VIP-Area zu kommen, musste man so ein Chip besitzen. Und dann bot es zum Beispiel die Möglichkeit, einfach per Hand, wenn man so darüber wischt, die Getränke zu bezahlen oder als Eintrittskarte und sonst irgendwas. Das heißt, da wurde schon so ein bisschen gezeigt, in welche Richtung das gehen könnte. Und man muss dazu sagen, es war 2008, ja, also es sind schon einige Jahre her. Und das Ganze entwickelt sich immer weiter. Letztendlich Einsatzgebiete sind dann insbesondere zum Beispiel in der Logistik, aber auch einfach als Barcode-Ersatz im Supermarkt. Oft natürlich auch schon bei Tiererkennungen, da kennt man das ja hauptsächlich, dass irgendwie Hundemarken dabei, dass die da verwanzt werden, sodass man die zum Beispiel immer wieder findet. Aber auch insbesondere bei Sportveranstaltungen können die zur Zeitmessung genutzt werden und halt so Klassiker wie die Zutrittskontrollen. Der große Vorteil dabei ist natürlich, dass diese Chips helfen können, Logistikkosten und so weiter zu senken, weil alles viel, viel einfacher geht und man nur durch so einen Chip, der zwar einmal eine große Investition ist, aber auf lange Sicht gesehen halt einfach im Körper vorhanden ist, hat man dadurch so eine leichte Preissenkung. Auch relativ praktisch ist es, dass damit zum Beispiel in Supermärkten das Bezahlen etwas einfacher wird, weil auf der einen Seite die Barcodes nicht mehr eingescannt werden müssen, was ja auch mal schwierig ist, wenn man den richtig halten muss und so weiter. Und so kann man dann einfach nur diesen Chip drüber ziehen und dann wird es direkt erkannt. Aber man muss auch dazu sagen, das wäre dann praktisch schon eine sehr, sehr weit verbreitete Maßnahme mit den Chips. Soweit ist man noch nicht, da die relativ teuer sind und das praktisch jetzt in jedem Lebensmittel irgendwie in der Verpackung das zu integrieren, wäre dann doch noch zu kostenintensiv. Was gab es noch für Möglichkeiten? Genau, das gute alte Bezahlen. Und zwar ist es dann praktisch nicht, dass man seine Karte irgendwo einsteckt und einen Code bedient, sondern einfach, dass man selber persönlich nur bezahlen kann mit diesem Chip, indem man ihn einfach irgendwo drunter hält. Gut, da kommen natürlich auch schon die ersten negativen Aspekte dazu, aber die werde ich gleich nochmal einzeln auffassen. Aber letztendlich ist auch die Möglichkeit bei diesen Chips, viele Chips gleichzeitig zu erfassen, wodurch auch die Abläufe zum Beispiel beim Einkaufen deutlich schneller sind, indem man jetzt im übertriebenen Sinne zum Beispiel den ganzen Einkauf in einem Wisch über den Scanner zieht und damit alles gleichzeitig gescannt wurde. So, das ist natürlich alles schön und gut, aber
ja, wie immer gibt es auch eine zweite Seite und die ist auf jeden Fall, ja, sage ich mal, schon auf jeden Fall überwiegend. Denn man muss bedenken, dass ja, Datenschutz und insbesondere das Ausspionieren durch die NSA und so weiter, wo es viele Skandale gibt, beziehungsweise auch gab, ist man natürlich ja, relativ kritisch dem gegenüber, wenn man sagt, die Menschen sind viel, viel, viel zu leicht ausspionierbar, wo ich auch auf jeden Fall zustimmen muss. Außerdem ist es natürlich auch ein relativ hoher Kostenumsatz. Denn für 140 Euro so ein Chip zu implantieren, da hat nicht jeder die Möglichkeiten für, zumal auch im Endeffekt der viele Dinge nur leichter macht. Das heißt, es ist eine teure Investition. Wenn man natürlich das Geld hat, ist das kein Problem. Aber das wäre jetzt nichts, was man im Moment flächendeckend nutzen könnte, weil einfach nicht viele Leute gewillt wären, so viel Geld ja, in die Hand zu nehmen, um so einen Chip überhaupt erst zu bekommen. Dann kann es natürlich auch sein, dass irgendwelche Fehler auftreten beim Einpflanzen, dass vielleicht der Stoff doch nicht optimal ist und dann da irgendwelche Krankheiten auftauchen und so dann die Möglichkeit besteht, dass man da irgendwie Verletzungen, ja, sag ich mal, anhand dieser kleinen Kapsel mitnimmt, die eigentlich nicht sein müssten. Letztendlich ist auch ein großer Punkt, dass man von der Marktforschung viel, viel, viel zu sehr einen da ein bisschen, ja, wie soll man sagen, dass man da ein bisschen zu sehr, ja, ich denke, das geht auch wieder in den Punkt ausspioniert werden. Denn die Leute können aufzeichnen, wo geht ihr lang, was kauft ihr, wie verhaltet ihr euch. Das heißt, der ganze Markt wird super interessant sein, interessiert sein, um mal an eure Daten zu kommen. Das heißt, diese Daten sind super viel Geld wert und es wird ein Riesenhandel ausbrechen, das kann ich jetzt schon versprechen. Einfach weil die Leute diese Datenspeicherung nicht immer 100% ernst nehmen und deswegen auch für große Firmen jetzt wie zum Beispiel Google diese Daten so einfach wichtig sind, um dann da Leute auch ja, so zu beeinflussen, dass auch die Werbung zum Beispiel perfekt auf die zugeschnitten werden kann. Dementsprechend ist es noch ein relativ kritisch gesehenes Thema. Ja, es gibt natürlich Pros, aber auch Kontras, wobei meiner Meinung nach die Kontras dann doch irgendwie überwiegen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr jetzt mal in den Kommentaren eure Meinung ein bisschen dazu, ja, in den Kommentaren preisgebt. Würdet ihr sowas machen wollen? Denkt ihr, das hat auf jeden Fall Potenzial für die Zukunft? Oder würdet ihr sagen, das ist ein Ding, was gar nicht geht? Ja, deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn ihr da ein bisschen aktiv werdet in den Kommentaren. Auch wenn sie es nicht gehört, würde ich mich aber noch ein bisschen entschuldigen jetzt für dieses Video. Das war jetzt nach langer Zeit das erste Commentary, was ich aufgenommen habe. Habe jetzt auch sehr, sehr viele Versuche gebraucht. Und dementsprechend bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt alles so gut deutlich verständlich war oder ob ich mich auch ordentlich ausgedrückt habe. Ich hoffe, das wird in Zukunft besser, aber wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie immer ab in die Kommentare. Und in diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Lars. Ciao.